Unser Sohn war zum Zeitpunkt des Absturzes nicht depressiv. Ich möchte hervorheben, dass wir unseren Sohn in den 6 Jahren vor dem Absturz als lebensbejahenden, verantwortungsvollen und engagierten Menschen erlebt haben. Wir haben diesen Tag nicht gewählt, um die anderen Angehörigen zu verletzen. Wir haben ihn gewählt, weil er am meisten Gehör für unser Anliegen verspricht. Es ist eine Trauer, die sich von der Trauer aller anderen Angehörigen unterscheidet. Wir müssen damit leben, dass wir nicht nur unseren Sohn und Bruder verloren haben, sondern dass er bereits 2 Tage nach dem Absturz, nach Aussage der französischen Staatsanwaltschaft, als Alleinverantwortlicher feststand und namentlich genannt wurde. Wir müssen damit leben, dass er in den Medien als depressiver Massenmörder dargestellt wurde und noch wird, der in suizidaler Absicht ein Flugzeug zum Absturz gebracht hat und dem es angeblich egal war, dass er 149 Menschen mit in den Tod gerissen wurden.